Ihr seid gemein. Lass mich doch schlafen. Wir haben doch sowieso nichts zu tun. Kastalöck als Burschikosa Trampel vom Lande trat sie auf der Leinwand in Verwechslungskomödien auf. Immer unbeschwert und heiter. Na und du? Sie spielte nie eine Hauptrolle, war nie der Star, gehörte aber zu den unverzichtbaren Personen der Handlung. Wo immer es eine Sekretärin, Magd oder Wirtschafterin zu spielen gab, trat sie träge, schlaksig, naiv und mit herzhaftem Mutterwitz ihren Dienst an. Sie wünschen? Ich gar nichts. Sie haben mir das da geschickt. Ich weiß gar nicht, wie nach drei Tagen. Nach drei Tagen Vorsprechen steht hier. Aber wozu nicht überhaupt? Nicht erst nach sechs Wochen. Ich hab doch nichts. Kenne ich. Glauben wir Ihnen nicht. Zieht bei mir nicht. Selbst wenn Sie gar nichts haben. Steuern müssen Sie zahlen. Sechs Wochen, unglaublich. Bürgersteuer. Schämen Sie sich. Wovon leben Sie denn, wenn Sie gar nichts haben? Ne? Ich bin Teilhaberin einer Firma. Wieso? Ach so, und die Firma ist... So gut wie, Herr Regierungsrat. So gut wie. Sechs Wochen warten wir jetzt auf den Auftrag, aber ich hab ja gleich gesagt, da können wir warten, bis wir schwarz werden. Unser ganzes Geld haben wir da hineingesteckt. Kein Pfennig sehe ich davon wieder. Kein Pfennig. Hm. Und Ihr persönliches Vermögen? Ist weg. Vollständig. 38 Mark hatte ich mir erspart. Futsch. 38? Hm. Das war Ihr Vermögen? Hm. Na, erlauben Sie mal, was ist denn das für eine Firma? Ach. Fragen Sie nicht, Herr Regierungsrat. Das ist keine Firma, das ist eine Katastrophe. Die Miete ist auch noch nicht bezahlt. Also, wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Gottes Willen, ein Bett werden Sie doch wohl noch haben. Also, wenn ich geahnt hätte, was das für Folgen hat, ich hätte mich ja nie vereidigen lassen. Wieso vereidigen? Nun, auf unsere Statuten. Was, Statuten haben Sie auch? Und ob? Glauben Sie, ich darf mich verheiraten, ohne die Firma um Erlaubnis zu fragen? Nicht mal verlieben dürfen wir uns. Das haben wir schwören müssen. Auf Zirkel, Winkelmaß und Blei. Zirkel, Winkel, um Gottes Willen, das ist ja Freimaurerei. Ja. Das sind ja mittelalterliche Zustände. Ein Nonnenkloster sind wir, bloß ohne Einnahmen. Und dafür soll ich noch Steuern bezahlen? Steuern? Ach so. Ja, natürlich. Unter diesen Umständen... Nicht wahr, Herr Regierungsrat. Davon kann doch gar keine Rede mehr sein, nicht? Vielen Dank auch. Auf Wiedersehen. Das ist ja unvorstellbar. Ja, warum treten Sie denn aus dieser Firma nicht aus? Na, die Statuten. Ja, unter diesen Umständen wäre es ja noch vorzuziehen, sich über die Statuten und den Schwur hinwegzusetzen und in eine Ehe einzutreten. Ach, wem sagen Sie das, Herr Regierungsrat? Wem sagen Sie das? Wiedersehen. Kaster Becky Lück wurde am 28. Dezember 1902 in Nordfriesland als Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Kiel, wurde später auf Wunsch der Eltern Schriftzeichnerin, nahm jedoch gleichzeitig Schauspielunterricht. 1930 zog sie nach Berlin, stand dort erstmalig als Rosi in Hermann Sudermanns Komödie Die Schmetterlingsschlacht auf der Bühne und nahm auch an Gastspielen in der Provinz teil. Seit Mitte der 1930er Jahre war sie an verschiedensten Berliner Theatern eine vielbeschäftigte Darstellerin. Seit 1933 wurde sie sehr oft in Spielfilmen eingesetzt, insbesondere in Filmkomödien. Sie war bald festgelegt auf das einfache Mädel vom Land und spielte, meist in Nebenrollen und oft mit einer Prise Komik, Mägde, Soldatenbräute, Ehefrauen, Hauswirtschafterinnen, Sekretärinnen und Nachbarinnen. Vorne nix und hinten nix und eine große Brille auf der Nase, nicht? Nee. Die Bedenken, die ich und der Herr Direktor hatten, die waren ja gerade im Gegenteil. Sie sind uns so hübsch. Hübsch? Nee. Was wollen Sie denn hier, wenn Sie hübsch sind? Ja, das ist es ja gerade. Sie werden uns den ganzen Betrieb umstürzen. Sie waren die Jungs den Kopf verdrehen. Fahren Sie zum ersten Mal über den großen Teich? Ja. Darf ich fragen, was Sie drüben machen wollen?
Fahren Sie beruflich? Ach, Herr Henning, jetzt sind doch Ferien, nicht? Sogar die Großen. Nicht wahr? Na, da wollen wir doch nicht von Beruf reden, sondern die Ferien genießen. Oh, da haben Sie aber recht. Würden Sie meiner Tochter und mir die große Freude machen, die Mahlzeiten gemeinsam mit uns einzunehmen? Ja, aber gerne. Ach, Sie sind doch so ein freundlicher, netter Herr. So ein Kompliment hört man gern. Ja, eigentlich sollte man Männern gar keine Komplimente machen. Die werden dann so leicht zudringlich, ja. Dann wollen wir uns mal rasch einen gemütlichen Tisch sichern. Ja, das wollen wir der Mann tun, ne? Gegen Kriegsende war sie auch bei der Truppenbetreuung an der Front. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sie ihre Theaterfertigkeiten in Berlin fort. In den unbeschädigt gebliebenen Filmateliers in Geisel-Gasteig bei München wird der erste Spielfilm der amerikanischen Zone gedreht. Er hat den Titel »Zwischen gestern und morgen«. Schwierig ist auch hier die Beschaffung des Materials für die Bauten, die Kostüme und den umfangreichen technischen Apparat. Aufheben, jeder Nagel ist kostbar. Das zerstörte Regina Palasthotel in München ist der Hauptschauplatz der Handlung. Hier in den Ruinen spielen entscheidende Szenen. Die Wirklichkeit von heute ist der Hintergrund für viele Begebenheiten dieses Filmes. Und dann eines der Wunder, wie es sie leider nur im Film gibt. Die Halle des Hotels ersteht wieder im Filmatelier in Geisel-Gasteig. Die Aufgänge, die Treppen, alles ist vorhanden, wie es einmal war. Und der Hoteldirektor von einst ist heute der Schauspieler Viktor Stahl. Scheinwerfer an. Der Kameramann richtet das Licht für eine Szene mit Sibylle Schmitz und Viktor Dekova. Und während Maskenbildner, Beleuchter, Tonmeister und die vielen anderen Helfer des technischen Stabes letzte Vorbereitungen treffen, probt der Regisseur Harald Braun mit den Schauspielern. Ilse Werner, ein sachverständiger Gast im Atelier, und Winnie Markus, eine der Hauptdarstellerinnen. Karsten Löck, Willi Birgel und Viktor Stahl, die im Augenblick drehfrei sind. Nun Aufnahme der geprobten Szene. 10 Stunden Arbeit im Atelier ergeben eine Szene, die in 2 bis 3 Minuten auf der Leinwand abläuft. So entsteht eine Episode im Regina Palasthotel, in seiner Filmgestalt zwischen gestern und morgen. Im Nachkriegsfilm spielte sie meist Mutter oder Großmutter. Unter anderem spielte sie Ida Jungmann in der Budenbrooks-Verfilmung von 1959. Auch in 2 frühen DEFA-Filmen spielte sie mit. In Die Kuckucks und als lebenslustige Kneipenwirtin Emma in Die Buntkarierten. Emma? Carsten Löck. Und? 1959 sah man sie auf dem Bildschirm neben den Geschwistern Willi und Lucy Milovic, in dem Schwank Der keusche Lebemann, von Arnold und Bach in einer Aufzeichnung aus dem Milovic-Theater. Späte Popularität erlangt sie noch einmal als Krösa Maja in der schwedischen Film- und Fernsehserie über Michel aus Lönneberga. In der deutschen Fassung wurde sie allerdings von ihrer Schauspielkollegin Carola Höhn synchronisiert. 1989 erhielt sie das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Carsten Löck starb am 19. Oktober 1993, 2 Monate vor ihrem 91. Geburtstag in Berlin. Meine, von dem Marianne nichts wissen soll? Gottes Willen, woher wissen Sie denn? Donnerwetter, hier scheint ja wirklich ein ausgesprochenes Vertrauensverhältnis zu herrschen. Marianne! Geschafft. Ach, ja. Und gestern noch. Ach, was das war. Ist vorbei und darf nie wiederkommen. Wenn wir nur zusammenhalten. Das haben wir uns doch geschworen. Ja, auf Zirkel, Winkelmaß und Blei. Uns nie zu verlieben, ohne die anderen um Erlaubnis zu fragen. Jawohl, auch das. Ach, man wird so verdammt leicht schwach. Ach, ich schwöre euch. Ach, hör bloß auf mit den Schwüren, das ist so eine Sache. Man muss sie nur halten. Ich werde euch nie verlassen. Geschäftsinteresse geht vor Privatinteresse. Wir sind 4. Jawohl. Geschäftsinteresse geht vor Privatinteresse. Wir sind 4. Franziska, was ist los?
Du rücksichtsvoll möchte ich auch mal behandelt werden. Du bist dem nicht zum Verlieben. Wenn du Gott würde mal einen Mann kriegst, der sieht deine morgendliche Schönheit, weg ist er. Na, und dich? Dich kann er nur im Dunkeln ertragen. Mhm.